Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Reiter und wir sind in Folge Nummer 125 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal den Händler hier eingeholt, der hier auf der Station war. Den haben wir jetzt bei uns an Bord. Wir hatten ausgebaut noch ein paar Plätze für die Crew. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den dann eingesetzt kriegen, dass er dieses Schiff dann flieht. Das werden wir jetzt dann in Angriff nehmen nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir da mal rein. Kapitän ist ja automatisch drin, würde ich sagen, oder? Nee, doch nicht. Aber wir haben ja hier Eti drin, ne? Wie kriege ich denn Eti jetzt? Abziehen. Okay, ganz einfach. Da war der Button. Und Tier 1 Händler. Kann ich den so reinpacken? Ja. Neue Mission, Stoffe. Schiffe, Strategien, Kapitäne. Alles klar, haben wir eine neue Mission. Das ist jetzt hier erstmal schon mal drin. Das haben wir also richtig gemacht. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mal gucken, was hier diese bezüglich deines Schiffes. Hi, ich habe gehört, dass du einen Kapitän mit eingestellt hast. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ein Kapitän ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer eigenen Flotte. Ich würde gern mit dir über das Schiff reden, das ich dir noch schulde. Triff mich in Sektor 436 minus 122, wenn du Interesse hast. Hoffentlich sehen wir uns bald dort. Der Abenteurer. 436, kann ich das hier irgendwie auch anklicken? Ne, kann ich nicht. 436 minus 122. 436. Warte, minus 122 ist hier. 436 ist da. Okay. Das bedeutet, Koordinaten eingeben. Ausrichten. Da oben ist es. Müssen wir gerade erst da vorbeifliegen und dann da drauf zielen. Dann fliegen wir da mal durch. Sprung geschafft. So, Zwischensprung ist es ja nur, weil wir ja weiter müssen. Und zwar hierhin. Und das Ziel ist da. Cooldown ist weg. Jetzt können wir wieder durchstarten. So, dann sind wir bei Do, dem Abenteurer. So, Enter antworten. Hi, danke, dass du gekommen bist. Ich habe alles versucht, um dein Schiff zurückzubekommen, aber es ist dir nicht gelungen. Das tut mir aufrichtig leid. Aber ich möchte es wieder gut machen, damit du eines meines Schiffs, die Lady Aventurus, bekommst. Ach, die habe ich doch schon. Also, wenn wir schon dabei sind, zeige ich dir schnell, wie man Schiffe kommandiert, die sich im selben Sektor wie du befinden. Hast du schon den Strategiemodus gefunden? Er ist wirklich nützlich. Hier, ich zeige dir, wie man ihn verwendet. Öffne den Strategiemodus mit dem Strategiemodus-Button und lies den Enzyklopädie-Eintrag, falls du das noch nicht getan hast. Dort findest du alle wichtigen Informationen. Dann befiehlt der Lady Adventurus, dich zu begleiten. Hier war doch der Strategiemodus, naja. Wenn du unsicher bist, warte mal, kriegen wir die da nochmal? Finde ich cool. Kannst du den Strategiemodus jetzt verlassen und mich erneut fragen? So, jetzt habe ich den Strategiemodus. Klick nun auf dein eigenes Schiff und deine Escortbefehl zu geben. Okay, das war falsch, weil ich links geklickt habe und ich muss rechts klicken. So, jetzt macht's es. Aha, hier unten sind die Icons jetzt und das ist der Befehl. Okay. Okay, dann eskortiert sie und sonst kann ich sie auch so irgendwo hin befehligen. Sehr gut. So, und hier unten im Bildschirm sind halt die Angreifen. Asteroid abbauen, Objekt abwracken, Ziel reparieren, entern, Position bewachen, Potion bewachen, Erze raffinieren oder Stopp. Okay. Okay, Do der Abenteuer. Super. Ich glaube, dass du noch mehr gute Verwendung für den Strategiemodus finden wirst. Dort kannst du deine Schiffe befehlen, viele, viele Dinge zu tun.
wie zum Beispiel zu einem Ort zu fliegen, Bergbau zu betreiben oder für dich anzudocken. Für die einfachsten Aufgaben wirst du nicht einmal einen Kapitän brauchen. Der Autopilot des Schiffs wird das für dich erledigen. Ah, Autopilot. Im Gegensatz zum Autopiloten sind Kapitäne hochqualifizierte Individuen, die völlig selbstständig arbeiten und langfristig verschiedene Aufgaben übernehmen können. Du musst sie nur als Kapitän eines Schiffes zuweisen und schon sind die einsatzbereit. Je nach Klasse geben sie dir sogar Boni für dein Schiff. Dann kannst du ihnen auf der Galaxiekarte viele verschiedene Aufträge erteilen, wie zum Beispiel Handelsrouten für dich zu fliegen, lange Zeit Bergbau oder Abwracken zu betreiben oder sogar Sektoren auszukundschaften oder auf eine Expedition zu gehen. Die Besatzung der Lady Adventurers hat sich bereits erklärt, für dich zu arbeiten. Da ich dir immer noch ein Schiff schulde, würde ich es dir gern dauerhaft überschreiben. Vielleicht kannst du deinen neuen angeheuerten Kapitän darauf verwenden. Ich gehe jetzt und suche einen Weg, die Barriere zu überqueren. Bis zum nächsten Mal. Okay. Jetzt haben wir das erfolgreich abgeschlossen. Hier oben haben wir wieder ein Dingens. Ein Abräumen-Möglichkeit von der Lady Adventurers. Die haben wir jetzt zweimal. Okay, auch gut. Lady Adventurers. Jetzt lass mal gucken. Ach, ich gehe mal einmal drauf. Okay, die sieht aber, glaube ich, anders aus wie die damals, oder? So, was haben wir? Kein Kapitän. Keine Waffen. Sieht's hier aus? Wohl okay. Du hast 57.000 Credits an die Crew vom Schiff bezahlt. Okay. Hier können wir ein paar Sachen reinbauen. Da müssen wir überlegen, was wir damit machen. Frachtraum ist leer. Und da wird die Energie verteilt. Hat keinen Hangar, keine Abschussrampe für Torpedos. Ja. Klasse festlegen, Symbol setzen, umbenennen. Klasse des Schiffs eingeben, okay. Wofür sollte die gut sein? Ich denke, die soll denjenigen, der den Handel betreibt, verteidigen. Dafür machen wir das, oder? Jetzt ist noch die Frage, wie groß ist hier der Frachtraum? 72,4. Und wie groß wäre in dem anderen Schiff? Einmal da betreten. Okay, das ist eine Hausnummer. Das heißt, hier ist der Kapitän dran. Und der... Warte mal, welche Besatzung haben wir denn hier? Auch I. Und dann Personen. Wir haben hier einen Bergbauer, noch einen Bergbauer und einen Kapitän Tier. Der spezialisiert sich ja erst, wenn er eine höhere Stufe hat. Von Bord schicken? Kann ich, ach so, das muss ich ja anders machen. F interagieren, Crew Frachtjäger transferieren. Kapitän darüber. Du bist zu weit entfernt. Okay, dann fliegen wir mal näher ran. Okay. Nochmal das Ganze. So, der ist da drüben. Jetzt ist die Frage, die müssten wir mitnehmen, ne? Die müssen ja woanders hin. Das heißt, ich müsste ein kleines Transportschiff bauen, wo ich dann mit woanders hinfliege, ne?
Fracht übertragen. Nee, will ich nicht. Der Rest bleibt so erstmal, oder? So. Jetzt müssen wir da reingehen. Hier ist der Autopilot aktiv, das ist ja auch gut so. Aber hier müssen wir jetzt mal gerade gucken, dass wir ihn hier da oben reinkriegen. Wie viel Platz ist denn hier? Mannschaftsquartiere 20, okay. Wie viele Leute sind denn an Bord? 1, 2, 3 oder was? Was steht denn da oben? Also das Schiff ist sehr schwach, genau, das müssen wir ja noch ändern. Typ wäre interessant, ne? Doppelshooter. Distanz-Doppelshooter. Reichweite ist schon mal was Ordentliches. Ich würde mal sagen, hier ist vorne, oder? Das Ding geht da schon mal nicht drauf. Was sind das für Material? Titan. Und das geht nicht drauf. Warum geht es nicht drauf? Titan oder besser platzieren, okay. Das bedeutet. Schützturmbasis aus Eisen. Wo finde ich das Ding denn? Geschützturmbasis. Block umwandeln. Kann ich den einfach so umwandeln? Ich glaube ja, oder? Ist der jetzt auch so? Ich glaube ja, ne? Das ist auch ein Geschützturm, oder? Haben wir den jetzt umgewandelt? Ich glaube ja. Gibt's noch mehr? Ne, ne? Doch, da unten. So, den da noch. Ach, da an der Seite gibt's auch noch welche. Aber mit Eisen und dann wird's ja leichter, oder? Mach den mal weg. Auf der Seite gibt's keine. Okay. Dann haben wir das erstmal. So, dann passt der natürlich super da drauf, nämlich gar nicht. Der geht da drauf. Warum geht der denn nicht drauf? Qualitätsgang irgendwie nicht. Material Titan. Von der Größe her nicht, oder was? Könnte natürlich sein, ne? Dann ist der halt
Ausgeschlossen. So, der kommt dahin. Jetzt fehlt uns schon mal definitiv ein Kanonier. Der ging ja nicht. Standard Doppellaser. Dann wird das Schiff allerdings, ja, das wird er auch schon schaffen, ne? Machen wir mal. Hier haben wir schon Bergbau. Haben wir kaum noch Waffen, oder wie? Alles Bergbauer. Tatsächlich. Okay. Distanz Doppelshooter und dann geht es ja sowieso nicht mehr dahin, ne? So. Jetzt sind wir da aus dem Baumhaus erstmal raus. Der zeigt mir schon mal an, dass er da überhitzt ist oder was? Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier noch gucken, dass wir. Ach, da hinten ist auch noch ein Platz, den habe ich nicht gesehen. Da müssen wir jetzt gucken, wo der Antrieb noch sitzt, ne? Den können wir dann auch noch mal. Frachtraum. 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 Smarte Kante. Wahrscheinlich da auch eine smarte Kante, ne? Smarte Kante, ja, super. Wie belegt? Ah, da unten ist was. Titangenerator. Trinium-Generator. Und, nee, da war schon richtig. Da. Trinium-Generator. Nochmal auf Block umwandeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Erzeugte Energie 999 benötigte. Das kann nur in einem freundlichen. Ah, ich muss das in der Schiffswerft wieder machen. Ich sehe schon, wir müssen da noch ganz viel machen. Wir müssen als erstes gucken, dass wir halt mit dem Ding hier jetzt losfliegen und schauen, dass wir Personal kriegen, dann zu einer Schiffswerft und da das Ganze ein bisschen umbauen. Das machen wir aber definitiv in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr die Glocke noch nicht anhabt, dann gerne das einschalten, damit ihr mitkriegt, wer das nächste Video lade. Was hatte ich denn noch nicht gesagt? Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept rausgekommen. Daumen hoch ist auch klar, weiß ich nicht, hatte ich das schon. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen und auch gerne Kommentare schreiben, ne? Das würde ich mich freuen darüber. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.